Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Starbound. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem passenden Gehirn für unseren Roboter. Und da will ich jetzt mal dran arbeiten und hier mal gucken, ob die uns vielleicht ein Superior Gehirn geben. Und das mit dem Schießen mit dieser Waffe klappt ja hervorragend. Schieß! 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 Der schießt! Schieß! Es wird auch eine Zeit. Schieß! Ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir was bekommen haben. Also wir brauchen ein Superior Gehirn und das ist jetzt die Frage, ob wir das von diesem Planeten überhaupt bekommen. Wie gesagt, das ist ja immer zu... Bekommt ihr bei jedem Monster. Mit einer Wahrscheinlichkeit von, glaube ich, 8%. Das heißt, man muss ganz schön viele Monster abschlachten, bis man dann endlich mal was Vernünftiges bekommt. Und wir schleichen uns mal hier an und das war ein Superior Gehirn. Na, das ist doch mal super. Das hat doch hervorragend geklappt. Superior Gehirn gefunden. Und dann gucken wir mal, wie das mit den Roboterteilen so aussieht. So, hier, nee, es war hier hinten. Wir brauchen dafür Steel. Ganz schön viel Steel und wir brauchen ganz viel Geld. Ja, wir brauchen ein Artificial Gehirn. Mist. Ja, da habe ich mich schon voll vertan. Und wir können auf jeden Fall dann hier... Wir könnten mal gucken, ob es schon eine Pixel-Raffinerie gibt. Eine Raffinery. Robotic Crafting Table, den könnten wir auch bauen. Dafür brauchen wir auch wieder Geld. Wir brauchen einen Prozessor. Ja, den bekommen wir gleich erst. Den können wir erst nachher bauen. Ja, dann gucken wir nochmal hier. Und zwar eine Pixel-Raffinerie würde ich gerne bauen. In der Furnace, blablabla. Nee, auch nicht. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geld sammeln. Und das machen wir am besten, indem wir einfach Monster jagen. So. Ja, aber nicht mit der Schusswaffe, weil die ist ein bisschen doof. Aber hier mit unserem neuen Superstein, den wir an den Stock gebunden haben, werden wir, glaube ich, ganz gut vorankommen. Das waren schon mal 35 Pixel. Aber wir brauchen ja immer noch ein Artificial Gehirn. Habe ich mich so gefreut, da kommt dann tatsächlich gleich das Gehirn, auf das ich gewartet habe. Und was ist? Ja, alles scheiße. Und jetzt mal hier uns die Vögel gekümmert. Nein. Und noch ein bisschen niedriger. Komm, 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 Vögelchen, Vögelchen, komm. Komm, Vögelchen. Komm, Vögelchen, komm ein bisschen tiefer. Komm, Vögelchen. Nicht so geklappt. Ja, wir müssen uns bald auch wieder heilen. Ich würde sagen, das machen wir oben auf dem Flugzeug und nicht hier unten, denn auf dem Flugzeug bekommen wir es kostenlos in unserem Bett mit der Heilung. Und hier unten ist es halt so eine Sache. Hier müssen wir ja die Bandagen opfern, die wir uns lieber dann aufheben, denn ich habe nur noch 8 Stück. Wir könnten auch mal gucken, ob wir neue Bandagen bauen können. Gibt es hier unten noch was zu holen? Ja, das ist ja diese Kacke-Abteilung. Der ist glatt weg vorbeigeflogen. Na, so. 25 Pixel. 25 Pixel. Hallo, Sie da oben, können Sie mal kurz runterkommen? Den machen wir auch fertig. Ah, nee, hier, guck mal, noch ein anderer Kunde. So, und immer ein bisschen oben drauf achten, dass wir auch gesund bleiben. Eigentlich ist es ja schon ziemlich knapp mit dem Leben. Ach, die holen wir uns noch. Weiße Spexer.
Schon wieder 30 oder ist das noch die alte Anzeige? Oh, jetzt mal Raw Alien Meat war das. Okay. Bisschen schneller durch die Gegend rasen. Da sind noch ein paar Kunden. 25. Wechsel. Man steckt da echt nicht drin, wie viel Geld es da für die Monster gibt. Das ist eigentlich immer so ein bisschen unvorhersehbar. So, hier ist noch ein Kunde. Ching. Oh, so knapp. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall hochbeamen und kurz das Bett aufsuchen. Vielleicht können wir dann auch schon gleich ein paar Roboterteile machen. Jetzt haben wir ja 471 Pixel. Und ich glaube, Steel brauchen wir dafür, um das herzustellen. Und das werden wir uns gleich mal angucken. Die Öfen sind noch am Qualmen, aber ich glaube, man sieht hier nicht, ob die noch am Arbeiten sind oder ob die schon fertig sind. Das sehen wir uns gleich mal an, wenn wir jetzt hier geheilt sind. Und noch ein Punktchen. So. Wir gucken erstmal ins Inventar. Haben wir noch irgendwas, was noch geschmolzen werden muss? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, dann gucken wir mal, wie das mit den Roboterteilen aussieht. So, wir können hier schon mal die Legs machen. Und für das andere reicht es noch nicht aus. Guck mal, wir brauchen da noch 400. Guck mal, 400. Da-da-di. Vielleicht gibt es ja neue Monsterchens. 10. Also wenn wir 40 von den Vögeln da jagen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug zusammen, um ja, das nächste Teil zu bauen. Denn ich will mal versuchen, ob wir ich wollte gar nicht hier unten rein. Das war ein falscher Fehler. Tja. Was soll ich sagen, gell? 136 haben wir sogar schon. Okay. Und eigentlich könnten wir auch dann, wenn wir sowieso schon hier sind, schon mal gleich noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja, so genau, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Hikari ist heute nicht da. Wir haben uns leider die letzten Tage verpasst. Ich hätte super gerne mit dem aufgenommen, aber dadurch, dass wir immer an verschiedenen Tagen unterwegs sind, das heißt, wir können auch gerade mal gucken, ist Hikari online? Nee. Kein Hikari. Ja, und der hätte am letzten Wochenende Zeit gehabt, da war ich aber unterwegs und wie das halt so ist, wenn man sich da nicht so richtig verabredet hat. Wir müssen da, glaube ich, mal Termine ausmachen und dann können wir zusammen aufnehmen. Oder wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen aufzunehmen, dann meldet euch, dann nehmen wir einfach mal zusammen auf. Denn ich muss ja immer Folgen ein bisschen produzieren und das hier ist jetzt auch gerade so eine Produktion in letzter Sekunde oder eigentlich noch später. Denn es ist nämlich so, heute hätte eine Folge rauskommen müssen, aber ich hatte keine mehr. So, ich muss also dann jetzt produzieren und dann werde ich morgen wahrscheinlich einmal Patricia und Starborn gleichzeitig raushauen. Einfach, um die Folge von heute dann noch rauszugeben. Guck mal, da ist auch noch ein bisschen Kupfer. Das holen wir uns noch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir bekommen zwar bei jedem Monster ziemlich viel Geld. So, wie viel ist denn das jetzt? 18 haben wir jetzt gekriegt und ich muss das mal im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, wir bekommen zwar ziemlich viel Geld für die verschiedenen Monster, die wir jagen, aber das wird oben gar nicht so gezählt. Oder? Täusche ich mich da? So, ich will nämlich diesen Roboter eigentlich jetzt sehr schnell erledigen. Schwupp. Das ist auch ein Musikstück, das ich sehr mag. Ich weiß gar nicht, warum. Das erinnert mich so ein bisschen. Ja, genau, das erinnert mich an Cut the Rope. Kennt ihr das? Ja, so ein bisschen wie Cut the Rope.
So. Artificial Gehirn. So ein Mist. Und ich dachte, wir hätten es schon gefunden. Leider ist es so, wenn wir jetzt hier... nee, hier. Wenn wir die Monster für Geld jagen, dann bekommen wir leider nicht... Dann bekommen wir leider nicht die Gehirne. So, 200. Ich glaube, wir machen erstmal hier Geld. So eine Geldrunde. So, 45. 55. Ach, jetzt weiß ich, erzählt es da. Es ist nicht immer das, was wir für die Monster bekommen. Ja, das ist immer nur, es zählt immer nur höher, solange es angezeigt wird. Ja. So, jetzt haben wir den Planeten schon einmal umrundet. Das ist natürlich Mist. Und das wird ja auch dann langweilig. Da würde ich vorschlagen, wir fliegen einfach mal einen Planeten weiter. So, jetzt gucken wir mal hier in Fuel. Und ich habe genau 8-mal Fuel dabei. Das hat sich volle Kanne, volle Möhre hat sich das gelohnt. So, und hier ist ein Mond und da ist ein Desert. Aber ich glaube, auf dem Desert waren wir schon. Deswegen gucken wir mal hier in das System. Und hier gibt es auch ein Desert und einen großen Planeten. Der ist dahinter. Ach da, Snow. Das ist auch Snow. Nee, Snow will ich nicht. So, Snow und Forest, da ist unsere Heimat ist da sogar. Snow, Snow. Achso, da hatte ich eben geguckt, dann machen wir mit denen. So, trocken, dann nehmen wir doch einfach den mal. Kostet ein bisschen was. Naja, egal. Fliegen wir mal hin und das Geld reicht ja noch nicht aus, dass wir jetzt noch was bauen. Waffen haben wir die beste, Rüstung haben wir die beste. Das heißt, wir müssen schon wieder... Wir müssen schon wieder das nächste Endmonster besiegen. Und jetzt gucken wir mal hier so durch, was es sonst noch so gibt. Bandage können wir machen. Wie viele können wir denn machen? 4. Ist ja der Hammer. So, Robotic Crafting Table. Dafür brauchen wir mehr Pixel, einen Prozessor. Ja, den Prozessor bekommen wir leider erst, wenn wir gleich das Hauptmonster da platt machen. Und da müssen wir mal gucken, wie das so ist mit diesem Hauptmonster. Ja, Wooden Crafting Table können wir schnell bauen. Steel haben wir ja genug da. Prozessor bekommen wir dann gleich. Müssen wir erst noch Geld besorgen. Wie halt immer. Bin ich mal gespannt, was wir auf diesem trockenen Planeten bekommen. Und runter. Vielleicht finden wir ja hier was Lustiges. Schon mal wenig Schwerkraft, das ist schon mal gut. Wir überfliegen. Wollte gerade sagen, wir überfliegen erstmal das Ganze. Jetzt komme ich hier nicht raus. Das ist wieder das Jump-and-Run-Problem. Ach, so eine Kacke. So, müssen wir eine Leiter bauen. So, und die Waffen und wir gucken mal. Unsere Vögelchen hier. Ja, wir müssen was essen, ich weiß. Du-di-du-di-du. So, da ist ein Bossmonster. Den wir jetzt mal so ein bisschen uns auf die Schnauze hauen. So. Okay, ein Wicked Slash, bla bla. Ein Wicked. Der hat 8 und wir haben. Das ist ja lächerlich. Da machst du so ein Monster platt und dann kriegst du kein Geld, sondern kriegst nur so eine schibbelige Waffe. Ja. Nein. Das hat ganz schön Schaden gegeben. T
ja. Aber hier kommt ein Gebäude und da bin ich schon mal sehr gespannt. Na, da gibt es eine blaue Kiste. Blaue Kisten sind Tech-Kisten. Und das ist natürlich dann auch sehr interessant. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. So ein Schild. Muss man doch eine Bandage anlegen, ja? Okay, hat noch so geschafft. Tja, tut mir leid. Was soll ich sagen? Ja. Na komm schon. 35. So, ich muss leider ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, böse sein. Denn wir brauchen halt das Geld für den Roboter. Und ich habe vor, nämlich den Roboter auch ziemlich schnell zu machen. Deswegen nehme ich jetzt hier keine Rücksicht darauf und alle Geld. Deswegen lege ich jetzt keine wirklich Rücksicht darauf, wer oder was mir hier zwischen die Schwerter kommt. So, der flüchtet, aber ich glaube nicht, dass das Sinn hat. So. Denn ich habe nämlich vor, mit euch ziemlich schnell jetzt ein bisschen voranzukommen, damit wir endlich in vernünftige Sektoren kommen, denn hier ist ja nicht so viel los. Hier kannst du ja einfach... So, 500 haben wir zusammen. Das reicht natürlich bei weitem noch nicht. Wir wollen den Robot Crafting Table bauen. Ach nee, das ging ja noch nicht, weil wir da noch keine Prozessoren haben. Die holen wir uns aber gleich. So, habe ich hier irgendwo Kisten vergessen? Nee. Auch immer so ein bisschen auf die... auf die Gesundheit achten. Was kam denn da noch angesprungen? Die habe ich doch gerade platt gemacht. So, 600. Otaku-sama, da ist er. Und da werde ich in der nächsten Aufnahmepause mal fragen, ob er vielleicht Zeit hat, ein bisschen Starbound aufzunehmen. Aber das ist natürlich blöd, weil der ist ja gerade in ein anderes Spiel gegangen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sein Spiel unterbricht, nur dafür, dass wir dann hier aufnehmen. Nein, du sollst mich nicht wegpusten. Oh Scheiße, wir sind tot. Ich habe nicht aufgepasst. 600 hatten wir schon zusammen. Ein Drittel geht weg, hoffentlich haben wir noch 400. So ein Mist, da war ich zu gierig. So, wir gucken noch mal hier, Roboter Lex haben wir gemacht, dann machen wir den Chest. Und beamen gleich wieder runter. So, ich hatte ja... So, ein Flattermann. Du-di-du. Kiste. Nein.
Hat nicht geklappt. Ach, hier hinten ist wieder mein... Das ist immer hier... Du musst nämlich in den Cursor musst du nämlich bestimmen, in welche Richtung der guckt. Und das ist halt so etwas, was ich halt überhaupt nicht kann. Ich muss dann immer gucken, dass ich mit dem Cursor in der Nähe... Ich bin halt so ein Mausspieler. Und ich muss dann immer gucken, dass ich mit der Maus in der Nähe von meinem Charakter bleibe. So, erstmal hier so ein bisschen gucken. Da oben ist eine Kiste. So, jetzt wird es dunkel und dann kommen meistens die bösen Monster raus. So wie der da. Da kriegt aber auch nur 20. Der hat gar nichts gebracht. So, 35. 45. Schön stehen bleiben. Ich hätte für jeden was dabei. Yeah. So. Und erwischt. So. Da ist die Nacht ja ganz gut. Und hier im Alpha-Quadranten ist es halt noch so, dass wir auch gut gegen die Monster noch gewinnen können. Allerdings brauchen wir später dann natürlich viel bessere Waffen. Ach Mann, ich brauche mal so einen Jump-and-Run-Lehrgang. Da bin ich halt echt voll die Niete drin. Da war ich schon immer die Niete drin, schon früher, als es noch Gianna-Sisters gab und solche Sachen. Habe ich das schon immer nicht hingekriegt. So, die geben aber gar nicht so viel Geld. Und haben da noch nicht mal irgendwie was zurückgelassen, was man gut mitnehmen kann. Das war jetzt überhaupt sinnlos. So, mal schneller hier drüber fliegen. Was ist das? Ja, Tümmern, den haben wir nicht gekriegt. Na, kommst du? Ja, komm zu uns. Komm zu uns. Ich hab dir was mitgebracht. Komm mal hier, ich hab was für dich. 10 Pixel gab das. Das gibt nichts. Oh, die geben alle nichts ab. Das Problem ist, bei Nacht sieht man nämlich nicht, wo hier die Löcher im Boden sind. Oh. So, wie viel haben wir zusammen? 481 ist jetzt nicht so die Menge. Also hier die Monster in dem Alpha-Quadranten geben halt auch echt wenig Geld. Also das später in den größeren Quadranten, wenn wir da angekommen sind, werdet ihr sehen, da gibt es mehr Material, es gibt mehr abzubauen und es gibt schönere Sachen zu finden. Das hier ist echt langweilig sozusagen. So, und ich glaube, wir müssen mal hochkriegen und uns heilen. Schön in unserem Bettchen und dann können wir auch schon das nächste Bauteil machen, wenn wir dann geheilt sind. Denn ich glaube, 5 Teile sind es insgesamt. Und dann werden wir den Roboter platt machen. Und dann geht es nämlich weiter. Dann kommen wir einen Sektor weiter. Wobei die Sektoren natürlich abschaffen wollten in Starbound. Und ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, denn wir müssen leider eine Pause machen, da gucken wir uns an, ob das klappt mit dem Roboter bauen und so. Und ob wir es in der nächsten Folge schon schaffen, den Roboter zu besiegen. Bis dahin erstmal tschüss und bis bald.